Ja, noch eine Ergänzung zu dem, was wir gerade als ganz, ganz entscheidende Meldung hereinbekommen haben. Es war die Agentur Associated Press, AP, die Pennsylvania jetzt für Donald Trump ausgerufen hat. Die großen Fernsehanstalten ABC, CBS und NBC haben sich noch nicht entschieden. Aber diese Festlegung von ABC zeigt doch, in welche Richtung das geht, nämlich in die Richtung von Donald Trump. Ja, wenn Pennsylvania tatsächlich von Donald Trump gewonnen wird, hat Hillary Clinton eigentlich keine Chance mehr, rein rechnerisch. Also damit wäre auch die Wahl letztlich entschieden. Und das muss man jetzt noch mal genau abwarten. Aber das wäre schon ein historischer Wendepunkt für die USA. Herr Dennison, wir hören ja immer wieder, die große Mehrheit der Amerikaner sagt, die USA gehen in die falsche Richtung. Es gibt eine ungemeine Wut und Empörung über das Establishment in Washington, die Eliten. Warum eigentlich? Amerika ist doch ein erfolgreiches Land, den meisten Leuten geht es gut. Ja, aber es ist so, dass viele Leute sind reicher geworden in Amerika, aber auch viele Leute sind armer geworden. Und gerade die niedrigen Einkommen, die haben stagniert über den letzten Jahrzehnten. Und das bringt einen großen Frust. Auch natürlich der Gefühl, dass die Leute in Washington Globalisierung und Einwanderung und offene Märkte befürworten, obwohl das gegen die Interessen von den einfachen Amerikanern ist. Dieser Frust, dieser Wunsch nach Wandel hat alle Experten überrascht, die gedacht haben, Clinton würde mit ihrer Organisation das sehr leicht gewinnen können. Aber Frust und Wunsch nach Wandel und Ärger mit Washington hat zu starke Wahlbeteiligung bei den Anhängern von Donald Trump. Vor allem auch bei Frauen, was man nicht erwartet hat. Man dachte, er hätte die Frauen alle vertrieben. Aber anscheinend waren sie weniger bereit, Hillary Clinton zu unterstützen als Donald Trump, weil sie wahrscheinlich den Aufstand wählen wollten und nicht der Kontinuität. Professor Lemke, wenn wir mal diese Analyse so akzeptieren, die Globalisierung hat zu viele Verlierer produziert, die Unterschicht, die Mittelschicht haben zu wenig von der Globalisierung profitiert, eventuell sogar verloren, dann setzt ja im Prinzip Donald Trump durchaus an der richtigen Stelle an, wenn er sagt, diesen Freihandel stelle ich in Frage. Ja, aber er hat ja andere Programmpunkte, wie zum Beispiel in der Steuerpolitik. Er will ja die Steuern für die Reichen senken, so ähnlich wie Ronald Reagan das damals gemacht hat mit der Triple Down Economics. Ob das der Mittelklasse nützt, ob das den Arbeitern wirklich nützt, ist eine große Frage. Und ob er, der Präsident, wirklich Arbeitsplätze zurückbringen kann in die USA, ohne in Infrastruktur zu investieren, das ist auch völlig offen. Also insofern muss man die Versprechungen, die er gemacht hat, auch ein Stückchen noch mal prüfen, ob das dann wirklich so umgesetzt werden kann, bezweifle ich stark. Weil Andrew Dennison ja jetzt eine völlig offene Frage ist, wenn man auf Protektionismus schaltet, okay, da kann man vielleicht ein paar Arbeitsplätze gewinnen, aber wie viel verliert man denn auf der anderen Seite, wenn plötzlich der weltweite Handelskrieg ausbricht? Ja, das ist die Frage. Leider ist Vernunft und Rationalität aber nicht immer entscheidend. Wir wissen ja, wie es mit der Brexit-Abstimmung war. Die Leute haben gegen ihr eigenes Interesse letztendlich gewählt, aber sie wollten eine Protestwahl abgeben. Sie wollten wieder Herr der eigenen Lage sein. Oder wie Trump am Tag der Brexit-Abstimmung gesagt hat, ihr habt eure Nation zurückgenommen und das werden wir in Amerika auch tun. Ob Trump dann fähig ist, seine Sachen durchzusetzen, da steht eine große Frage. Und ich glaube, die Demokraten werden jetzt sagen, okay, leider sind wir jetzt in Opposition. Vielleicht machen wir das Leben für Donald Trump auch sehr schwer. Vor einer Stunde haben die letzten Wahllokale in den USA in Alaska geschlossen. Die Wahllokale an der Ostküste sind schon seit Stunden geschlossen. Und immer noch wissen wir nicht, wer der nächste Präsident der Vereinigten Staaten ist. Aber es gibt eine Richtung, in die alles läuft. Und das ist eine überraschende Richtung, Donald Trump führt. Andrew Dennison, ganz kurz die Faktoren. Was hat dazu geführt? Ja, diese Überraschung, diese Schock, alle versuchen das jetzt zu erklären. Es sieht so aus, als ob Trump fähig war, seine Wählerschaften zu mobilisieren. Sie sind dann zur Wahlurne gegangen. Gleichzeitig hat er andere Wählerschaften nicht so viel vertrieben, wie man dachte. Vor allem bei Frauen hat er viel weniger verloren, als man denken würde. Gleichzeitig hat er viele weiße Männer zu sich gezogen. Ein anderer Punkt, wir haben gerade gesehen, dass die Drittparteikandidaten haben junge Wähler an sich gezogen, ob Jill Stein oder Gary Johnson. Hillary Clinton brauchte diese junge Wähler in Florida und North Carolina, hat sie nicht bekommen.
Wenden wir uns also dem möglichen potenziellen nächsten US-Präsidenten zu, Donald Trump. Wir wissen sehr wenig über sein Programm, aber wir wissen einiges über seine Persönlichkeit. Und da haben doch viele Leute erhebliche Zweifel. Was ist, wenn Donald Trump Präsident wird? Ja, also die Zweifel sind, glaube ich, auch begründet in dem Verhalten, das er über diese letzten Monate gezeigt hat. Ein sehr nicht nur aggressiver Ton im Wahlkampf, ein sehr polarisierender Ton, sondern auch erratisch. Also, dass er seine Meinung wechselt, dass er nicht sozusagen beim Thema bleibt. Und vor allen Dingen hat er keine politische Erfahrung. Er hat nie ein Wahlamt bekleidet und er weiß nicht, wie Washington funktioniert. Ich meine, er könnte schnell lernen, aber seine Persönlichkeit ist eigentlich eher, ich sag mal so, ihm fehlt die Geduld, ihm fehlt die Sachkenntnis. Vielleicht fehlt ihm auch dieses Fingerspitzengefühl, dass er jetzt brauchen würde, um das Volk wieder zu einen. Denn die Ergebnisse zeigen ja, Amerika ist tief gespalten. Und wir haben im Laufe des Vormittags noch ausführlich Gelegenheit, über das Wenige zu sprechen, was Donald Trump über sein Programm gesagt hat. Aber zunächst brauchen wir Gewissheit über die Zahlen und die kommt hoffentlich demnächst von CBS. Ja, immer noch nicht wissen wir, wer der künftige US-Präsident ist, aber klar, die besseren Chancen hat Donald Trump. Und wir haben vor wenigen Minuten jetzt gesehen das Statement von John Podesta, das ist der Kampagnenmanager von Hillary Clinton. Und er hat gesagt, dass Hillary Clinton heute Abend, das muss man jetzt übersetzen, das ist in den USA noch die Nacht vom Dienstag auf Mittwoch, dass sie sich nicht mehr äußern wird. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, weil man erwartet ja vom unterlegenen Bewerber, dass er seine Niederlage eingesteht und seine Unterstützung für den künftigen Präsidenten sagt. So wie es jetzt aussieht, ist Hillary Clinton die mutmaßliche Verliererin. Die müsste das eigentlich heute Abend eingestehen. Sie will es aber nicht tun. Sie sagt heute Abend nichts mehr. Warum? Also zunächst mal sind die Stimmen ja noch nicht vollständig ausgezählt. Theoretisch besteht die Möglichkeit, dass sie doch noch gewinnen kann. Insofern ist es richtig, dass sie noch wartet, bis dann letztendlich die Zahlen auf dem Tisch liegen. Auch kein Fernsehsender hat ja bisher den Sieger ausgerufen. Das ist eigentlich immer der erste Schritt. Und der zweite ist dann, dass die Kandidaten vor die Kamera treten und sagen, ich habe gewonnen oder ich habe nicht gewonnen. Aber wir erwarten natürlich minütlich jetzt, ja, dass die Fernsehanstalten die entscheidenden Swing States in die eine oder andere Richtung entscheiden und dann sagen, der oder der ist US-Präsident. Und dann wäre eigentlich der Moment da, für den Verlierer zu sagen, okay, ich akzeptiere die Niederlage. Das werden wir, sollte Clinton verlieren, heute Abend nicht mehr erleben. Ja, leider nicht. Also man muss dazu sagen, 2004 bei der Bush-Wahl hat John Kerry auch relativ spät, erst am nächsten Tag am Mittwoch, bekannt gegeben, ich bin der Unterlegene, ich gratuliere George W. Bush. Also das ist schon vorgekommen. Aber ich glaube, sie ist schlecht beraten, dass sie jetzt vielleicht eine Stunde oder anderthalb Stunden, bevor das Ergebnis feststeht, weggeht und nicht mehr heute Nacht diese Gratulation an Donald Trump ausspricht. Ich glaube aber, man kann daraus nicht schlussfolgern, dass sie ihm nicht gratulieren würde. Also das hat sie ja im Vorfeld klar gesagt. Sie würde die Wahl anerkennen, wenn Donald Trump gewinnen würde. Das würde ich nicht daraus schließen, aber ich denke, es ist kein sehr guter Stil. Also wir nehmen zunächst mal das, was es ist, nämlich ein sehr, sehr knappes Rennen. Und das ist natürlich zunächst mal ein objektiver Grund für Hillary Clinton, sich noch nicht zu äußern. Aber sie will sich auch etwas später nicht äußern. Andrew Dennison, das zeigt dann doch, wie groß der Graben zwischen den Republikanern und den Demokraten, zwischen dem Clinton und dem Trump-Camp ist. Ich denke auch, dass es zeigt, was für eine große Niederlage das ist für Hillary Clinton. Und sie muss sich erst damit beschäftigen, damit fertig zu werden. Schon 2008 hat es ihr einige Zeit gedauert, bis sie zugegeben hat, dass Barack Obama die demokratische Nominierung gewonnen hat. Ich denke, sie wird hier auch Zeit nehmen. Wir haben das gehört, die Anhänger gehen alle nach Hause. Ob Donald Trump dieses Schweigen entgegensetzen wird, das wissen wir noch nicht. Wenn die Medienanstalten
eindeutig sagen können, wer gewonnen hat. Es ist gut möglich, dass Trump dann nicht mehr seine Stille hält, sondern er wird sich dann äußern. Also sollte es so sein, dass die Fernsehanstalten Trump zum Sieger ausrufen, das könnte innerhalb der nächsten Minuten, innerhalb der nächsten Stunde so sein, dann erwarten wir doch, dass Trump vor die Presse tritt und vor die Kameras tritt und seinen Sieger auskostet. Ja, mit Sicherheit. Das wird er mit Sicherheit tun. Und wir haben den Blick auf eine völlig gespaltene Nation, Andrew Dennison. Irgendeine Hoffnung da, dass diese Spaltung demnächst überwunden werden kann? Ja, man muss hoffen, dass die Amerikaner auch einen Weg finden, nach so einem polarisierenden Wahlkampf zusammenzukommen. Donald Trump muss nicht nur mit den Demokraten einen Frieden schließen, wenn er was schaffen will, sondern auch mit seiner eigenen Partei, die ganz unterschiedliche Meinungen sind zu seiner Art und zu seinen politischen Inhalten. Die Frage ist, ob er dazu fähig ist. Polarisieren kann er, mobilisieren kann er, aber kann er das Land einigen? Da gibt es noch große Zweifel. Wir haben jetzt immer den Sieg von Donald Trump vorausgesetzt. Das ist auch die bedeutend wahrscheinlichere Variante, weil er in allen 5 entscheidenden Swing States, die noch offen sind, leicht in Führung ist. Mehr Fakten von CBS.